Optivital Gesundheitsförderung. Schön, seid ihr dabei. Heute möchten wir euch etwas über das Essen erzählen und über den Einfluss des Essen auf unseren Körper. Wir haben schon mehr davon gehabt, dass wir nicht nur essen, damit wir Energie haben, also nicht nur wegen der Kalorien, sondern vor allem auch wegen den Baustoffen, die das Essen liefert. Was ist gemeint mit Baustoffen? Damit unser Körper von der Physiologie her funktionieren kann, braucht er Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren. All das wird nur mit dem Essen geliefert und ohne das geht es nicht. Und wir wollen jetzt mal anschauen, wie wir dem Körper solche Baustoffe zuführen können. Und zwar schauen wir heute an, wie man das mit einem feinen Salat macht. Salat ist etwas Gesundes. Aber Salat ist nicht einfach Salat. Es kommt ganz fest darauf an, welche Zutaten das wir verwenden und auch in welcher Qualität das die Zutaten sind. Wenn wir hochwertige Ausgangsstoffe nehmen, dann haben wir dort ganz viel von diesen Baustoffen drin. Wenn wir aber minderwertige Qualität nehmen, haben wir auch kaum Baustoffe drin, die der Körper brauchen kann. Also wir haben zum Beispiel für einen Salat zu machen die Möglichkeit, wir kaufen einen Fertigsalat, wir kaufen eine Fertigsauce, zusammenrühren, fertig. Das geht schnell, das ist billig, aber das bringt uns nicht wirklich viel. Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, dass wir hochwertige Produkte kaufen. Wir kaufen wertvolle Öl, wir kaufen natürlich gewachsene Produkte. Und dort haben wir so eine richtig satte Ladung Baustoffe, die dem Körper all das liefern, was er braucht, für gesund und vital zu sein. Heute machen wir zusammen einen bunten Blattsalat. Dazu brauchen wir einen roten Kopfsalat, Spinatblätter, Rucola, ein Frühlingszwiebeli, Radiesli, Peterling, Schnittlauch, zwei verschiedene Kresse, Tomätli und ein paar Granatöpfelperlen, die wir drüber tun. Verschiedene Nüsse, Pinienkerne. Und für dem Ganzen noch etwas Würze zu geben, nehmen wir heute Zitronenpfeffer, normalen Pfeffer, ein bisschen Himalaya-Salz, Äpfelbalsamico, Orangenbalsamico und kaltpresstes Sesamöl. Als erstes rüsten wir den Kopfsalat. Dazu nehmen wir die Blättchen voneinander. Wir nehmen die Blättchen, die so etwas komisch sind, wegnehmen und die ganzen präparierte Blätter in ein Löcherbecken, für das wir ihn dann waschen können. Da der Salat ja aus dem Garten kommt und der Gartensalat ist meistens nicht ganz so sauber. Schon ein bisschen verkleinern, dass es dann so mundgerecht ist. Gut, und wenn wir jetzt die Portion, die wir brauchen, gerüstet haben, gehen wir die Salatblätter waschen. Und als nächstes tun wir jetzt die verschiedenen Zutaten noch ein bisschen verkleinern und rüsten Radiesli. Silberzwiebeli, und Granatöpfel, aufgeschnitten. Kernchen mit einem Löffel. Rausschälen
Und das ist der Moment, wo wir die Sachen zusammen mixen. Kopfsalat, Rucola, Spinnenblätter. Und dann die gerösteten Sachen. Tomatli, Radiesli, Granatäpfelkernli. Kressach. Pinienkerne. Und von den Nüssen tun wir noch ein bisschen reinschneiden. Und dann kommen jetzt noch Kräutchen dazu. Ich würde das immer gerne mit einer Schere machen. Schnipseln. Peterling. Und jetzt geben wir noch dem Salat ein bisschen Würze geben. Zitronenpfeffer drüber streuen. Ein bisschen vom normalen Pfeffer. Ich tue gerne aber immer die Salatsauce gerade direkt in den Salat zusammengemixelt habe. Würzen und die Salatsauce so gerade direkt rein mixeln. Dann haben wir gesehen, der Orangenbalsamico. Etwa 3 Löffel. Der Äpfel-Balsamico. Auch 3 Löffel. Und jetzt noch Sesamöl. Und noch gerade 3 Löffel. Gut. Seht ja doch extrem lustig und fein aus. Vielfältig. Und wie wir gesagt haben, mit den Haufen wertvollen Baustoffen. Fertig. Ist dich gesund, heisst der Titel von diesem Video. Und diesen Titel haben wir extra so gewählt, weil doch die Baustoffe da innen so wichtig sind für unsere Gesundheit. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, die verschiedenen Öle, die verschiedenen Gewürze, welche Funktionen vom Körper, dass die ganz besonders gut unterstützen, dann haben wir extra für diese Themen Video für euch parat gestellt. Wir hoffen fest, dass es euch gefallen hat. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und jetzt, ein guter.